Hallo, ich heiße Habib Bader, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere Pharmazie an der Freien Universität Berlin. Ich werde nun seit 7 Semestern, also seit Anbeginn meines Studiums, von der Dr. Hermann-Schmidt-Fockenhausen-Stiftung gefördert. Das Deutschlandstipendium hat mir persönlich sehr viel gebracht. Ich stamme aus einem bildungsfernen Haushalt, das heißt, meine Eltern sind Mitte der 80er nach Deutschland ausgewandert, ohne jegliche Sprachkenntnisse oder Ausbildung und konnten mir dementsprechend bildungstechnisch und finanziell nie wirklich weiterhelfen. Ich finde, diese Unterstützung habe ich durch das Deutschlandstipendium erhalten. Die finanzielle Förderung erspart mir einmal neben meinem sehr zeitaufwendigen Studium auch arbeiten zu müssen, um Geld zu verdienen. Das heißt, ich kann mich voll und ganz auf meine Ausbildung konzentrieren. Darüber hinaus verhilft mir die finanzielle Förderung auch dabei, jetzt mein Auslandsjahr in der Krebsforschung in Wien zu absolvieren und damit sehr, sehr wertvolle und wichtige praktische Erfahrungen zu sammeln, die ich auf diese Art und Weise in meinem Studium hätte niemals lernen können. Genau, ich kann also über mein Studium noch meine Fähigkeiten weiter ausbauen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Neben der finanziellen Förderung wird man auch ideell gefördert. Das bedeutet, dass man einen Riesenraum zur Vernetzung geboten bekommt mit anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten, aber auch mit anderen Förderern aus den unterschiedlichsten Unternehmen, aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen, was eine sehr interessante Erfahrung ist. Wie zum Beispiel bei der letzten Stipendienvergabefeier, als ich an der Podiumsdiskussion zum Thema Vielfalt im Deutschlandstipendium teilnehmen durfte und dann im Anschluss mit den unterschiedlichsten Förderern und Stipendiaten ins Gespräch kam. Wir haben uns ausgetauscht und man konnte einfach ein riesen Netzwerk aufbauen. Und das ist eine sehr bereichernde Erfahrung in meinem Leben gewesen. Wenn ich darüber nachdenke, was alle Stipendiatinnen und Stipendiaten gemeinsam haben, dann würde ich sagen, dass sie alle sehr junge, neugierige und überaus talentierte Menschen sind. Jeder von ihnen hat eine andere Geschichte, einen anderen Background und ganz andere Interessen. Und jeder hat auf seine Art und Weise Großartiges geleistet in seinem Leben, sei es im Bereich des sozialen Engagements, in der universitären Ausbildung oder in der Überwindung biografischer Hürden. Und das Deutschlandstipendium verhilft uns allen dabei, mit Hilfe unserer Förderer das bestmögliche Potenzial aus uns herauszuholen.